Ich habe nämlich anfangs überlegt, 2 Jahre in England zu bleiben. Willst du die öffentlichen Verkehrsmittel, weil das einfach A, extrem teuer ist. Ansonsten bin ich auch mit dem College nicht zu 100% zufrieden. Viele Familien machen das auch des Geldes wegen. Und es sind halt einfach solche Sachen, die ich mir nicht vorstellen könnte, 2 Jahre lang wirklich jede Woche zu machen. Mein Name ist Jasmin, ich bin 17 Jahre alt und mit Kulturwerke Deutschland im Süden Englands, um genauer zu sein, in Hastings, Bexhill, so diese Area. Und heute habe ich ein Video für euch, in dem ich euch erkläre, wieso ich nicht 2 Jahre geblieben bin hier in England. Ich habe nämlich anfangs überlegt, 2 Jahre in England zu bleiben und da dann meine A-Levels zu machen oder hier meine A-Levels zu machen, beziehungsweise einfach die Schule zu beenden und danach zurück nach Deutschland zu kommen, ohne Schule halt weitermachen, weil ich ja dann hier schon einen Abschluss habe. Ja, und in diesem Video erkläre ich dann aber, wieso ich mich dagegen entschieden habe. Vielleicht können sich manche von euch, die auch darüber nachdenken, in diesem Video inspirieren lassen. Beziehungsweise kann das hier auch ein Wachruf, ne, was weiß ich was sein, falls ihr eure Zeit in England noch nicht angefangen habt und momentan noch in Deutschland seid, dann könnt ihr hier in diesem Video vielleicht ein bisschen Inspiration finden. Und ich bin gerade übrigens ein bisschen rot, weil ich gerade von der Bushaltestelle laufe und ich muss da immer hinten so einen Berg hoch und das ist ziemlich anstrengend, aber ja. Also das sage ich jetzt schon mal, ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben, die werde ich dann auch beantworten, beziehungsweise Kulturwerke und ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video. Und zwar bin ich jetzt hier in meinem Zimmer und der erste Punkt, mehr oder weniger, ist eigentlich so, oder sind so die öffentlichen Verkehrsmittel, weil das einfach A, extrem teuer ist. Also ich bezahle um die 600 Euro bzw. 600 Pfund. Die Zeit, in der ich hier bin, um nur von der Schule zurückzukommen, also nach Hause und halt, naja, umgekehrt, also nur so hier die Gegend. Und das ist einfach so teuer. Ja, da könnte ich mir das so über 2 Jahre gar nicht vorstellen. Und ansonsten sind die öffentlichen Verkehrsmittel auch voll unzuverlässig. Beziehungsweise geht es mittlerweile, aber mit dem Auto sind es von wo ich wohne bis zum College tatsächlich nur 10 Minuten. Und mit dem Bus ist es über 1 Stunde und ich muss umsteigen. Also das ist schon ziemlich anstrengend, vor allem wenn man das dann 2-mal am Tag so machen muss, verliert man halt schon ziemlich viel Zeit. Und wenn dann mal ein Bus nicht kommt, dann werden es auch schnell mal 1,5 Stunden. Und ja, also das ist einfach schon ziemlich anstrengend. Ansonsten bin ich auch mit dem College nicht zu 100% zufrieden. Also nicht persönlich mit dem College. Aber das ist einfach, dass ich, wenn ich mit einem Visum da bin, extra 1 Stunde pro Woche Englischunterricht nehmen muss. Und zu einem International Enrichment gehen muss. Das ist immer von 16.30 Uhr bis 18 Uhr dienstags. Und ich fange halt schon um 9 Uhr mit der Schule an. Gehe dann einfach komplett, also habe den kompletten Tag durch, weil ich an dem Tag dann auch noch diese 1 Stunde Englischunterricht habe. Was, also da machen wir eigentlich nicht wirklich was, sondern reden da eventuell nur über, ich weiß nicht, aktuelle Sachen oder nein, nicht mal wirklich aktuelle Sachen, aber unsere Lehrerin, wir sind dann nämlich nur zu viert und unsere Lehrerin überlegt sich da ein Thema oder so für uns und dann machen wir da irgendwie oder reden wir da mal drüber oder machen irgendwie ein Quiz. Also das ist eigentlich, es macht Spaß, aber es ist eigentlich nicht so wirklich notwendig. Und das International Enrichment, da machen wir halt eigentlich immer nur, also sind wir in so einem Raum, die ganzen Internationals, und machen halt einfach nur Quizze oder so. Also das ist halt wirklich nicht notwendig. Und es sind halt einfach solche Sachen, die ich mir nicht vorstellen könnte, 2 Jahre lang wirklich jede Woche zu machen und einfach diese Zeit zu verlieren, in der ich dann einfach, ich weiß nicht, andere Sachen machen könnte. Also das ist so das, was mich definitiv nerven würde. Ansonsten auch noch so, also dann ist halt auch so die Gastfamilie. Also ich mag meine Gastfamilie. Ich habe auch schon mal gewechselt. Aber es ist halt einfach so, dass hier dieses Familienleben in England so ein bisschen fehlt. Viele Familien machen das auch des Geldes wegen, weil man in England hier
ziemlich viel Geld eigentlich bekommt, einen Austauschschüler, eine Austauschschülerin zu haben. Und in den USA oder in Kanada zum Beispiel kriegt man so gut wie gar nichts. Also ich glaube nur so, dass das Nötigste gedeckt ist. Und deswegen machen andere Gastfamilien in anderen Ländern das so einfach nur der Erfahrung wegen. Und hier in England die meisten eigentlich des Geldes wegen. Und das ist halt auch so was ich nicht ganz so gut finde. Wobei meine Gastfamilie tatsächlich gesagt hat, dass sie das nicht des Geldes wegen macht. Aber ja, keine Ahnung. Es ist halt auch einfach nicht so ein Familienleben. Also meine Gasteltern, die gehen zum Beispiel manchmal einfach random weg und sind dann so den ganzen Tag weg und man weiß nicht, wo sie sind. Sie reagieren dann manchmal auch nicht irgendwie auf Nachrichten. Also nicht, als würde ich so nachfragen oder sowas. Aber selbst wenn ich irgendeine Frage habe, so, hey, macht ihr heute das Dinner? Was sie grundsätzlich machen. Also so jeden Tag, oder so gut wie jeden Tag machen die Dinner. Aber manchmal machen wir es uns auch selbst, also meine brasilianische Gastschwester und ich. Und da weiß ich das halt nicht, weil die, wie gesagt, dann halt einfach weg sind und so. Das ist halt auch was ich in Deutschland oder was meine Eltern und ich in Deutschland nie so gehabt haben. Also wir haben uns eigentlich immer so alles gesagt, so genau. Wenn man halt aus dem Haus gegangen ist und den ganzen Tag weg war, dann hat man es einem schon gesagt. Und ich finde, das ist halt so, also nicht nur das natürlich, aber es ist halt irgendwie sowas, was einem hier fehlt. Und auch so, wie gesagt, einfach dieses Familienleben, das ist ja einfach nicht so da. Und jetzt nicht nur bei dieser Gastfamilie, sondern auch bei meiner alten Gastfamilie zum Beispiel. Ich glaube, das ist, also so wie ich das gehört habe, grundsätzlich so bei Leuten in England, beziehungsweise bei den meisten zumindest. Da kommt es auch wieder drauf an, was für eine Gastfamilie man hat. Ich weiß nicht, also das ist hier, wie gesagt, einfach bei den meisten so. Und das ist halt sowas, wo ich nicht so gerne 2 Jahre mitleben würde. Also ein Jahr geht total klar. Aber 2 Jahre könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Vor allem auch, weil ich ja dann nach Deutschland zurückkommen würde und da dann halt einfach direkt wieder zu Hause ausziehen würde wahrscheinlich, weil ich habe jetzt nicht so vor, in dem Umkreis, wo ich in Deutschland wohne, zu studieren oder so. Das heißt, meine Zeit in Deutschland wäre sozusagen vorbei, wenn man das so sagen kann. Okay, mein Video ist gerade abgebrochen, weil ich keinen Speicherplatz mehr auf meinem Handy hatte. Aber das ist halt einfach so dieses, ich weiß nicht, Familienleben, das hier so ein bisschen fehlt. Und grundsätzlich auch so, also hier im Haus, das Haus ist extrem hellhörig und ich bin meistens eigentlich so bis 11 wach und wach dann halt schon kurz nach 5 wieder auf. Also so, wenn die letzte Person schlafen geht, bin ich auch noch wach, weil ich es halt einfach höre. Ich habe hier hinter mir das Hauptbad und wenn da halt irgendjemand drin ist, also duscht oder so, dann höre ich das und ich wache deswegen auch auf und das ist unnormal laut. Also wirklich hier direkt nebenan, also hier ist die Zimmertür. Da ist der Wandschrank und hier direkt an der Wand ist dann auch ist das Schlafzimmer meiner Gasteltern beziehungsweise ist hier auch das Bad meiner Gasteltern. Da höre ich natürlich auch so alles, also selbst wenn jemand unten in der Küche, die Küche ist unter mir, redet oder sowas, dann höre ich das alles und das ist auch etwas, also ich weiß nicht, wo ich mir so denke, ja gut. Und allgemein habe ich in meinem Zimmer auch so keinen Schreibtisch oder so. Und ich könnte mir auch einfach nicht auf Dauer vorstellen, so ohne Schreibtisch zu leben. Also das könnte ich einfach nicht. Ich habe 2 Betten, aber dafür noch, also keinen Schreibtisch. Ja, also das ist halt etwas, naja, was jetzt nicht ganz so gut ist. Und vor allem meine Local Coordinatorin hier in England hat auch gesagt, dass sie es nicht empfehlen würde, so 2 Jahre oder so zu bleiben, beziehungsweise länger als ein Jahr in England zu bleiben. Sie meinte sogar, dass es kritisch ist, länger als ein halbes Jahr in England zu bleiben, was ich komisch finde, weil sie selber 2 Austauschschüler hat, die ein Jahr bleiben. Also erstmal, also ich finde es irgendwie richtig komisch, dass sie das gesagt hat, aber ich weiß nicht, das war dann nochmal so ein Zeichen für mich, beziehungsweise nochmal so ein Überzeugungspunkt, nicht hier zu bleiben. Ja, ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber die Tür hat gerade geknallt und das ist das, was ich meine, dass hier einfach richtig laut ist. Also es kann auch daran liegen, dass ich es halt einfach nicht gewöhnt bin, weil es bei mir zu Hause eher ruhiger ist, aber trotzdem ist es halt einfach etwas, womit ich so aufgewachsen bin, was ich auch so brauche. Also hier in England ist es grundsätzlich so, oder im Auslandsjahr, dass man sehr, sehr viele Kompromisse schließt. Das ist mir auch klar. Das mache ich auch die ganze Zeit, aber dann, wie gesagt, ist es ja meine Entscheidung, ob ich 1 Jahr oder 2 Jahre bleiben möchte. Und ich habe halt einfach für mich die Entscheidung getroffen, nicht 2 Jahre zu bleiben, weil das halt einfach hier dann zu viele Sachen wären, die mich dann auch belasten würden. Und ja, halt auch so lang zum Beispiel von meiner Familie weg zu sein, fände ich jetzt nicht so gut. Beziehungsweise kann ich mir nicht so wirklich vorstellen und ja, es sind halt schon ziemlich viele Sachen und auch, das ist, ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon gesagt, dass hier jetzt auch alles teurer wird.
Das ist auch ziemlich bedrückend, vor allem auch für die Gastfamilie, obwohl die, wie gesagt, eigentlich ziemlich viel Geld bekommen. Aber das ist halt, also ich weiß nicht, uns wurde jetzt auch gesagt, dass wir alle Wäsche zusammenwaschen müssen. Also, dass jeder einfach seine Wäsche so zusammenschmeißt und es dann so in die Waschmaschine kommt. Also Handtücher zusammen mit Bettwäsche, zusammen mit Unterwäsche, zusammen mit T-Shirts und Jeans. Also einfach alles rein, selbst nicht mal nach so Farben oder so sortiert, sondern einfach alles rein, damit die Trommel möglichst voll ist, damit halt einfach Wasser gespart wird. Und ich finde das halt auch nicht wirklich ideal. Und ich weiß nicht, das merkt man halt einfach, dass hier alles teurer wird. Und das ist halt dann auch einfach, ich weiß nicht, so, also das ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und vor allem auch, wenn man in den Supermarkt geht, ist es einfach so, so teuer. Wenn man dann nur ein paar Kleinigkeiten kauft, kann das schon mal bis zu 25, 30 Pfund kosten. Also das ist auch nicht wirklich ideal. Ja, ansonsten auch noch für mich persönlich ist es, dass ich, also ich komme aus Frankfurt und da habe ich halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten als hier in England. Beziehungsweise nicht in England, aber hier, wo ich wohne. Hier gibt es zwar schon einiges zu tun, aber halt nicht so viel, wie ich es mir so vorstellen würde, vor allem für mein so Teenager-Leben. Ja, da fühle ich mich in Frankfurt einfach so ein bisschen besser versorgt. Aber ansonsten in England, also ich finde es mega cool, ein halbes Jahr oder ein Jahr in England zu bleiben. Aber länger könnte ich persönlich mir es jetzt einfach nicht vorstellen. Ja, also ich weiß nicht, das ist auch schon das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch unterhalten. Und ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben oder falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, werde ich das auch beantworten. Und ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten auch den Kulturwerke-Kanal abonnieren und eventuell sonst noch auf Social Media vorbeischauen. Und ja, ansonsten war es mit dem Video und bis zum nächsten Mal.